Ja, willkommen zu Die Kunst des Mordens, Karten des Schicksals, Teil, wird dann irgendwie eingeblendet, hoffe ich doch. Und wir sind beim Arti und ja, ich halte ihn ja nicht für schuldig. Mal schauen, ob er was zu sagen hat. Keine Zeit zum Reden. Ach so, das ist dann alles Man klar. Man kann ihm ansehen, dass er mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Naja, der war ja auf Bewährung raus, aber dass er mit unserem Fall was zu tun hat, glaube ich ja nicht. Benson erzählt uns nicht alles. Ich muss einen Weg finden, ihn gesprächiger zu machen. Okay, das ist der Dick. Der Arsch. Wie läuft es? Er spielt den Dummen. Man kann sehen, dass er gesessen hat. Er verlangt nach einem Anwalt. Wir kriegen vielleicht bald Probleme. Wir haben keine Zeit, blind herumzustochern. Ich habe keine Idee, wie wir schnell etwas aus ihm herausbekommen. Vielleicht sollte ich ihm die Bilder der Opfer zeigen. Oh ja, haben Sie die Akten der Ermordeten? Ruth wollte sie mir besorgen. Ich habe sie auch um Bensons Akte gebeten. Ich sehe in meinem Büro nach. Vielleicht sind die Akten schon da. Machen Sie das. Ich muss dringend den Staatsanwalt sprechen. Ist es dafür nicht zu früh? Es geht um einen ganz anderen Fall. Aber ich bin bald zurück. Geben Sie mir einfach 5 Minuten. Schön. Ich gehe dann. Bin gleich wieder da. Hm. Komisch. Gehen wir mal zu der Route. Tja, die reden ja immer noch. Das ist ja unglaublich. Immer wenn wir hoch sind, das sind die weg. Na, die stehen natürlich hier. Ins Sekretariat wollen ja die Ruth sprechen wegen unserer Akten vom Archie Benson und von der anderen. Hallo Ruth. Ach, hallo meine Liebe. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Echt? Oh, Inventar ist weg. Wir haben noch unsere Karte. Schauen wir ins Büro nach. Wenn wir schon nicht mit der Ruth reden wollen. Warum ist unser Büro weg? Das war doch hier, oder? Das ist hier. Okay. Sind wir halt umgezogen, auch egal. Aber das war im anderen Teil, da konnten wir einfach ins Sekretariat gehen. Den Marker mit. Schauen wir uns den mal an hier. Ein grüner, abwaschbarer Marker für Weißwandtafeln. Enchanted Blackboard. Klingt gut. Das sind die Akten, um die ich Ruth gebeten habe. Ja, schauen wir mal rein. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, hat man nicht 6 Edward Opfer? Edward Carter starb an dem Bahnübergang. Ja, da waren wir leicht dabei. Hm, drehen funktioniert nicht. Warum denn auch? Jane Harrington starb im Kraftwerk. Oh, da waren wir auch dabei. Schade. Thomas Dawkins, Stromschlag in der Küche. Das waren wir nicht dabei. Madison Colby starb in einem Müllwagen. Ach, das war der Intro mit der Karte. Ja, richtig grausam. Melanie Jensen, Gasvergiftung. Da waren die auch nicht dabei. Waren das nicht 6 Opfer? Okay. 1, 2, 3, 5. Gehen wir ins Labor. Vielleicht gibt es da was Neues. Ein bisschen beeilen, bitte. Hallo Wang, wie geht's dir? Was macht die Arbeit? Hallo, machen Sie etwas für mich? Wann immer ich kann. Der Chef ist an diesem Fall extrem interessiert. Es ist schon komisch, dass jeder Agent, der hier reinkommt, das Gleiche sagt. Wenn Sie es vom Chef selbst hören möchten, kein Problem. Ich weiß, Sie haben kein Mitleid mit Ihrem Vorgesetzten. Aber warum ihn stören? Hören Sie auf.
Aber sie lieben es doch, mit mir zu sprechen. Ja. Und übrigens... Die IT ist krank? Ja, ich glaube, es ist etwas Ernstes. Wang, machen Sie mich nicht wahnsinnig. Wann kriege ich meinen Ersatz? Er ist beim Installieren im Serverraum krank geworden. Ein Virus hat ihn erwischt. Grippe? Schlimmer. Ein Computervirus. Ich denke, den werden wir nie wiedersehen. Sie sehen auch nicht allzu gut aus. Vielleicht haben Sie sich angesteckt. Um genau zu sein, ihn hat ein trojanisches Pferd angegriffen. Kennen Sie die Symptome? Ja, keine Es ist Ahnung. Einem nicht danach, das Haupttor zu benutzen? Genau. Das könnte ein Problem sein. Hier gibt es nur einen Eingang. Deswegen mache ich mir Sorgen um ihn. Ich gehe dann, aber ich werde Sie weiter auf Trab halten. Und ich dachte schon, Sie gehen zurück in den Urlaub. Schön wär's. Ja, da muss man schon aufpassen, dass man beim Computer keinen Trojaner einfängt. Das könnte zu Problemen kommen. Können wir nochmal mit Archie reden? Mag sie aber nicht, glaube ich. Ach doch. Guck. Kennen Sie das Opfer? Nehmen Sie das weg, ich habe damit nichts zu tun. An Ihrer Stelle würde ich mir das ansehen. Nein, ich kenne sie nicht. Dann von der Frau mit dem Kran. Klingelt da etwas? Nein. Sicher? Ja. Sicher? Bild von Opfer 3. Die quält ihm ja richtig. Erkennen Sie die Person auf dem Bild? Kommt mir nicht bekannt vor. Konzentrieren Sie sich. Lassen Sie mich in Ruhe. Sehen Sie sich das gut an. Sie glauben, ich habe es getan, oder? Erkennen Sie ihn wieder? Nein. Oh, die Musik ist cool, aber deswegen kriege ich ja wieder einen Eintrag in meine YouTube-Akte, dass immer so geklaut ist von was weiß ich wem. Immer schade. Naja, okay. Bild, Opfer 5. Vielleicht erkennen Sie sie. Heißer Hüpfer. Sogar auf diesem Bild. Oh, oh, oh. Hm. Wo ist mein Anwalt? Wir haben ihn informiert. Ich sage kein Wort mehr, bis er da ist. Ich merke doch, dass Sie mir etwas erzählen wollen. Spuck's raus! Doch, mach! Was haben Sie dort gesehen? Geister. Denken Sie nach. Wir kommen früher oder später sowieso dahinter. Aber wenn Sie kooperieren, drücken wir vielleicht bei Ihren Sünden im Vergnügungspark ein Auge zu. Okay. Ich kenne diese Frau. Welche? Oh. Die letzte? Nee. Diese. Jane Harrington. Was hatten Sie mit ihr zu tun? Verdammt, nur vom Besten, wissen Sie? Eine Verhandlung. Welche Verhandlung? Sie war in der Jury. Die anderen Leute, kennen Sie auch welche von denen? Ich hoffe, die Typen hinter den Mauern kriegen nicht mit, dass ich hier plaudere. Kommen wir zurück zum Thema. Das ist für mich das Hauptthema. In Ordnung. Sie kooperieren. Also? Sie und ein paar von den anderen Typen. Was? Sie saßen in der Jury bei meiner Verhandlung. Schön. Rauchen Sie eine. Oh, toll. Wird es nicht die ganze Jury gewesen sein? Nee, die erste, wo er erkannt hat, war die Frau vom Kraftwerk. Und die letzte war mit dem Gas, glaube ich. Reden wir mal mit dem Dick. Hier. Sie haben nicht einmal gefragt, über welche Verhandlung er geredet hat? Er hatte einige. Nur zwei mit einer Jury, wenn ich mich nicht irre. Die erste war ein Mordfall. Er wurde freigesprochen. Die zweite war wegen einer Vergewaltigung. Nur die zweite ergibt einen Sinn. Er würde sich nur an einer Jury rächen, die ihn verurteilt hat. Ich weiß nichts über die Jurymitglieder. Ich werde Ruth um die Akte bitten. Machen Sie weiter. Ich werde es in einer Sekunde rausgefunden haben. Na, na. Verdammt, Sie dürfen hier nicht rauchen. Wie ist mein Bild schwarz? Ach so, das war dann nur so irgendwas. Hast du zufällig schon Bensons Akte für mich? Hier ist sie. Schnell wie der Blitz. Ich habe fast meine interne Hardware überhitzt. Danke. Ruf mal den Chef an. Er wollte etwas von dir. Ich schätze, er will wissen, was ich von Bensons Verhör halte.
Was ist eigentlich mit der IT los? Er ist weg. Krank? Zu schade. Was hat er denn? Urlaub? Er hat sich im Surferraum erkältet. Wie ist das möglich? Eigentlich weiß ich nicht viel darüber, aber Wang hat mir erzählt, er hätte Festplatten rekonstruiert. Byte um Byte. Weißt du? Dieselben Festplatten, die er abgestaubt hat. Ja, ihre Festplatte wahrscheinlich. Bis dann, Rose. Tschüss, Liebes. Ich hab doch gewusst, dass wir nochmal mit der Ruth reden müssen. Jetzt sind wir plötzlich beim Chef, der nicht da ist. Muss ein bisschen umsehen, so heimlich. Periodisch. Ach, ich habe gedacht, wir sind schon beim Chef. Ah, gehen wir zum Chef. Hallo. Darf ich? Wir lassen Benson gehen. Sein Anwalt ist da. Er kann sich einen Anwalt leisten? Haben Sie nicht die Akten gelesen? Sein Vater ist ein hohes Tier, ein Politiker und dazu noch ein stinkend Reicher. Ein schwarzes Schaf in der Familie ist wie ein Riesenpickel auf dem Passfoto. Benson Senior hat sogar ein Motto. Keine Ausnahmen. Aus einem Familienunglück macht er für sich eine Waffe. So ein Bastard. Hin oder her, es wäre gut, den jungen Benson im Auge zu behalten. Er hat ein Alibi. Bevor er gestern Nachmittag im Vergnügungspark angefangen hat, war er im Supermarkt einkaufen. Es gibt eine Videoaufzeichnung. Die sind schnell. Sie müssen schon vor dem Verhör einen Tipp bekommen haben. Oder Archie hat damit zu tun und er wusste bereits, was auf ihn zukommt. Wir müssen mit dem Bericht des Pathologen weitermachen. Was hat der Mörder Jane Harrington verabreicht, bevor er sie gefesselt hat? Finden Sie heraus, mit wem sie gestern zu Mittag gegessen hat, wer sie angerufen hat und so weiter. Ich habe Bensons ersten Fall ausgegraben. Irgendetwas Interessantes? Ja. 1998 wurde er des Mordes an einer Carol Austin angeklagt. Sie verkaufte Reformkost, bot Meditation, Channeling, Horoskope und, halten Sie sich fest, Kartenlegen an. Eine moderne Hexe. Sie wurde wahrscheinlich beim Wahrsagen erschossen. Aber das Kartenspiel ist verschwunden. Was ist mit Benson? Oh. Er hatte eine Affäre mit ihr. Das Kartenspiel wurde bei ihm zu Hause gefunden, wurde aber von der Beweisliste gestrichen. Eine Art verfahrenstechnische Vernachlässigung. Indizienbeweis? Ja, es gab keine Zeugen und keine Mordwaffe. Aber Bensons Alibi wurde angezweifelt. Er wurde in der Nähe des Tatorts gesehen. Alles deutete auf ihn als Mörder hin. Und die Presse behandelte ihn, als wäre er schon verurteilt. Aber er wurde freigesprochen. Die Jury war erstaunlich objektiv. Und hier kommt das Wichtigste. Die Opfer des Cartman sind die Juroren aus diesem Verfahren. Oh, das sind mal Neuigkeiten. Nur Sie? Niemand anderes? Bisher nicht. Jeder, der mit diesem Fall in Verbindung steht, muss gefunden und beschützt werden. Die Juroren, der Staatsanwalt, der Richter. Die Ermittler, der Verteidiger. Ich werde das an Ruth weitergeben. Sehen Sie zu, dass Sie den Mörder finden. Ich habe ein Problem mit dem Motiv. Was könnte es sein? Ein Verwandter, der Rache an der Jury nimmt, weil sie ein Monster auf freien Fuß gesetzt hat? Das Problem ist, dass Benson die einzige Person gewesen zu sein scheint, die ihr nahe gestanden hat. Und als vermeintlicher Killer sollte er am gefährdetsten sein. Es muss jemanden aus ihrer Familie geben. Wenn es nicht um Rache geht, was steckt dann hinter den Aktionen dieses Psychopathen? Wir haben es doch mit einem Psychopathen zu tun, oder? Er fühlt sich von der Welt schwer verletzt. Vielleicht glaubt er, es wäre seine Mission, die Welt zu verbessern. Der Kreis der Verdächtigen ist ziemlich klein. Vielleicht ist es einer der Juroren. Lassen wir Ruth überprüfen, ob die Abstimmung geheim war. Das ist alles, was mir dazu gerade einfällt. Ich werde mal zu Wang gehen. Vielleicht hat er etwas gefunden. Gehen Sie nur und motivieren Sie ihn. Dieser Fall geht schon durch die Medien. Ich will nicht, dass die Presse uns lyncht. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Machen Sie das. Die Dinge spitzen sich zu. Ja, aber wie es dann weitergeht, und leider ist dieser Dialog kurz vor dem Ende angefangen und jetzt habe ich wieder überschritten, jetzt muss ich wieder was rausschneiden. Mal gucken, wie wir das machen. Aber das ist mein Problem, nicht euer Problem, und euch sehe ich dann beim nächsten Mal. Macht's gut, macht's besser, euer Christian.